Nach 12 Tagen und über 2500 Kilometern im Camper erreichen die drei Freunde Las Vegas. Was meinst du, wenn wir erstmal auf dem Strip sind? Was da gleich erstmal los ist? Boah. Auf dem Strip? Ja, klar, auf der Hauptstraße, auf dem Boulevard. Aha, auch das. Der Strip. Welcome, Las Vegas. Ist die Partymeile. Hier geht's los. Hier ist das Luxor. Nach all den Strapazen. Caesar's Palace. Da ist unser Hotel. Fahr da rein. Freuen sich die drei auf ein richtiges Dach überm Kopf. Also, wir fahren hier einfach mal vom fucking Caesar's Palace vor. Mit unserem Schiff hier. Limousinen und so weiter, was da für Autos vorfahren. Und wir fahren mit unserem So, Leute. Las Vegas ist berühmt für Glücksspiel und Exzesse. Und über die Stränge schlagen werden auch die drei. Caesar's Palace. Ist so geil. Das ist so geil. Also grundsätzlich muss man ja wissen, ist das hier das größte Sündenfuhl unseres Planeten, Las Vegas, wo Menschen wirklich Haus und Hof verzocken und ihr ganzes Leben verlieren. Ich bin das erste Mal in Las Vegas und muss sagen, ich habe so eine leichte Reizüberflutung. Ja? Du hast alles hier. Du hast Restaurants, du kannst hier einkaufen. Du kannst, wenn du spielst, kriegst du sogar Getränke for free. Und was immer in Vegas passiert, einfach geil, soll für immer dort bleiben, heißt es. Am nächsten Morgen sind die drei voller Tatendrang. Vor allem Sonnyboy Alex will ihren Aufenthalt unvergesslich machen und hat eine nicht ganz ungefährliche Idee. Wir müssen irgendeinen Scheiß machen. Hochzeit crashen, irgend sowas. Hey, Hochzeit crashen, das ist doch geil. Las Vegas ist dafür berühmt, dass man schnell und unkompliziert heiraten kann. Fast 100.000 Paare pro Jahr schließen hier den Bund des Lebens. Darunter viele Prominente. Zuletzt Ben Affleck und J.Lo. Auch Kourtney Kardashian und Travis Barker. Jon Bon Jovi und seine Dorothea. Aber nicht alle Ehen halten für die Ewigkeit. Ey, aber nicht, dass wir Ärger kriegen, gell? Aber ist doch Spaß, oder? Ist egal. Wenn wir sitzen, dann sitzen wir halt. Vor allem brauchen die Köche Unterstützung. Auch da hat Alex eine Idee. Hallo. Servus, ich bin der Servus, Alex. Rainer. Servus, wie geht's dir? Gut, danke. Das alles sind meine Jungs, der Frank Hallo. Und der Alex. Rainer, grüß dich. Alles gut, alles klar? Hi, Ali. Servus. Hi. Ich bin der Rainer Schwarz. Ich bin aufgewachsen in Klagenfurt am Wörthersee und schon seit 29 Jahren hier in Amerika. Der Landsmann von Alex hat in Kalifornien schon 4 Restaurants unter sich und eröffnet bald sein 5. Jetzt mache ich ein neues Restaurant auf hier in Las Vegas. Es ist ein Steakhouse on Las Vegas Boulevard. It's called Emmett's at the Fashion Mall. Wir sind ja auf einem Roadtrip durch Amerika, sind jetzt in Las Vegas angekommen und haben noch nichts Böses gemacht. Deswegen haben wir uns überlegt, wir crashen eine Hochzeit. Glaubst du, wäre es möglich, dass wir bei dir nur so ein paar Kleinigkeiten vorbereiten können? Ja, natürlich, kein Problem. Weil wir wollen das dann den Gästen, wenn wir die Hochzeit schon crashen, wollen wir dann denen auch ein bisschen was anbieten. Nichts Großartiges, wir wollen nur ein paar Hotdogs pimpen, denen das dann geben. Es ist eher so ein Gag. Ja, ja? Kein Problem, natürlich. Zeigst du uns die Küche? Ja, natürlich. Okay. Danke, natürlich. Dass wir das machen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Kein Problem. Dann schauen wir hin. Meine Küche ist Ihre Küche und das sind natürlich super Köche, die wissen genau, was sie machen. Das sind keine Rookies mehr. Mit Hotdogs in der Hand wollen die drei eine Hochzeit stürmen. Hey, wo habt ihr die Schüsseln gefunden? Kann ich auch eine haben? Ne, die brauche ich bitte. Alle? Ja, brauche ich wirklich. Alle brauchst du? Ja, auch die? Ich brauche die. Löffel. Ah ja, hier. Da haben wir Whisker, das ist schon mal gut. Das brauchst du, ne? Ja. Brauchst du den? Ja. Gut. Ich sag mal, eine fremde Küche ist immer wie ein Auswärtsspiel. Und was kommt zum Würstchen, mit dem Leitwolf Frank die Hochzeit aufmischen will? Eine Soße da ist eine klassische Soße aus der französischen klassischen Küche, wo man eine Soße Mayonnaise macht, ja, also Eier aufschlägt und dann Öl reinrührt und rohe Zwiebeln, ja. Und kommen wir gebratene Stangen Spargel dazu, eine neue Variation für den Hotdog, bisschen Latuga-Salat und dann schön hier die Schmocke drauf, ja, und dann schön ein bisschen Senf noch dazu. Perfekt. Die Eier werde ich nicht kochen, die da reinkommen, sondern die werde ich braten. Dann habe ich noch so ein bisschen den Spiegelei-Geschmack da drin und so. Der einzige Sternekoch mit türkischen Wurzeln will das toppen. Ich mache einen Hotdog, bisschen so Asia-Style. Ich werde so eine Limetten-Koriander-Aioli machen.
Und da werde ich den Romana-Salat darin schön marinieren. Die größte Herausforderung in der kleinen Küche? Miteinander auszukommen. Hey, wer hat mir die Pfanne geklaut? Jetzt gehört sie mir. Die habe ich mir sauber gemacht, die habe ich mir hingestellt. Jetzt kommst du mit deinen unegalen Fingern hier und klaust mir die Pfanne. Ich glaube, es hackt. Nur einer hackt nicht, sondern rührt ganz ungerührt. Ich werde so eine Schokotarte machen, weil ich mir denke, okay, wenn man die Hochzeit fresh ist, muss es eine Hochzeitstorte geben. Ich liebe Süßspeisen. Ich mache die gern, ich esse die gern. Und das ist mir, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil meine Oma das sehr gut macht. Schaut das gut aus? Das ist jetzt ohne Gluten, gell? Weil es viel fluffiger ist. Für mich ist Kochen mit zu viel Sahne und zu viel Mehl, das ist so auf Nummer sicher gehen. Alex, gell? Darf ich dir was fragen? Wenn es um Kochen geht oder Backen geht, gell? Ja. Da bist du schon manchmal sehr ernst, ne? Wenn ich sowas mache und gerade mit Kollegen, die natürlich Spitzenköche sind, dann will ich halt auch nicht, dass es irgendwie, dann bin ich zu ehrgeizig, dass das nichts wird. Und dann bin ich erst wieder entspannt, wenn ich weiß, okay, das Aber Ding Alex, ist im Ofen. Alex, du bist ein Spitzenkoch. Du bist ein Spitzenkoch. Du musst niemand mehr was beweisen, auch uns nicht. Na dann, rein die Tassen. Ali hat für seinen Asia-Hotdog noch einen schneidigen Tipp parat. Für meine Aioli, für meine Soße, habe ich jetzt hier Koriander. Die Stiele, die meisten Leute schmeißen immer die Stiele weg. Aber eigentlich steckt die ganze Kraft und Energie und der Geschmack ist in den Stielen drinnen. Der Ali hält gerade einen Vortrag fürs Time Magazine. Der ist gerade, und der ist auch live gerade. Haben wir noch einen Schneebesen? Alter, wenn der nicht mal aufhört zu schreien. Ey, kannst du mal nicht so laut, bitte? In der Küche immer leise, leise. Ja, leise sein, mein Freund. Du, der nie in der Küche steht, danke. Ich bin nicht aggressiv. Du hast eine ganz herrische Art in der Küche. Echt, habe ich das? Ja. Also, Rose, deine Soße. Rose, deine Soße ist nicht schlecht, gell? Das reimt über. Deine Soße. Für einen Hotdog? Hat alles. Nur? Nur kein Geschmack. Alles klar. Wenn ihr gleich schaudert. Ali, normalerweise auf Harmonie bedacht, markiert heute den Chef. Schau mal. Ich gebe dir einfach einen Teller. Ja, es ist einfach schön. Brot habe ich schön geröstet. Mhm. Wenn es einen Laden geben würde, das so einen Hotdog verkauft, ich wäre, glaube ich, Stammgast. Und was machen die Wiener Tassentörtchen? Schokolade! Na, das schaut super aus. Schau mal her. Ich sehe daran, dass es gut ist, wenn man das hier so anreißt und das noch so einen leicht cremigen Kern hat. Darf man das probieren oder was? Oder? Ist doch super fluffig, oder? Darf ich auch mal? So einen guten Schokokuchen haben wir noch nie gegessen. Danke. Aber ohne Mehl. Eigentlich macht man, wenn man das richtig macht, macht man einen Mürbteigboden, backt den blind raus, dann kommt diese Masse drauf. Alex, hör auf. Ja. Es ist perfekt. Okay, danke. Es ist perfekt, du kannst nur schlecht reden. Es ist perfekt, wirklich. Danke. Alles ich hätte nie gedacht, dass du so gut kochen kannst. Ey. Nee, kochen ist ja nicht, das ist Backen. Ach so, es ist wirklich, sorry. Es ist perfekt. So, habe ich nie gewusst. Ja. Silberrücken Frank will seinen Kollegen kulinarisch natürlich in nichts nachstehen. Außerdem plagt ihn der Gedanke daran, dass der Hochzeitscrash dem Brautpaar so gar nicht schmecken könnte. So einfach so eine Wedding zu crashen, das macht man ja auch nicht. Ne? Die Leute bereiten sich vor für diesen Tag, die Family ist dabei und einfach da jetzt reinspringen und wirklich massiv das Ding an sich reißen, diese Hochzeit. Es wird auf jeden Fall spannend und lustig. Die Knackigkeit. Die wundervolle Knackigkeit. Ich finde es super. Flambierte Nüsse und geschwenkte Früchte runden Alex' Tassentorte ab. Die marinierten Früchte, die richte ich aber erst vor Ort an. Und zum Schluss kommen dann die Macadamia-Nüsse drauf und that's it.